Ehrlich? Ja. Das ist, glaube ich, ein Zitat von BR Kino Kino. Ein Wahnsinnsleben, das erzählt werden muss. Ich sehe das heute auch gerade erst. Ich glaube, das Besondere an diesem Film ist letztlich die Regie von Oskar Röhler, der aufgrund finanzieller Defizite, die man ja öfter hat in der deutschen Filmbranche, eine ziemlich coole Idee hatte, nämlich den ganzen Film mit Schuhe zu legen, zu 100% nicht an Originalschauplätzen zu drehen, sondern alles malen zu lassen von ziemlich coolen, sehr jungen Graffiti-Sprayern aus Köln, sodass wir eigentlich lauter Hintersetzer hatten, die sozusagen die Räumlichkeiten, in denen wir uns aufgehalten haben, zitiert haben. Ja, bis hin zu einer Straße oder sowas. Oder zu einem marokkanischen Feld und so. Und das, dadurch hat der ganze Film so eine Überhöhung, ne? Wo man natürlich so ein bisschen mitmachen muss. Und wir haben alle versucht, ein großes Ensemble, das wir sind, tolle Kollegen, haben alle so ein bisschen versucht, in die Spielweise der Fassbinder-Schauspieler hineinzutauchen, um das nicht unbedingt zu imitieren, aber uns davon inspirieren zu lassen. So, und dadurch ist ein sehr künstlerischer Film entstanden, würde ich sagen, sehr außergewöhnlich, auf den man sich vielleicht auch so ein bisschen einlassen muss, aber de facto kann man das jetzt nicht mit irgendwas vergleichen oder so. Und das waren wahnsinnig schöne Dreharbeiten. Also wir hatten wirklich viel Freude alle miteinander. Ja, mehr kann ich nicht sagen. Also ich kann nur jeden bitten, ins Kino gehen, sich diesen Film anzuschauen, weil wir brauchen tatsächlich im Moment auch die Zuschauer. Und ich weiß, es ist alles schwierig im Moment unter den Bedingungen, aber wir brauchen im Moment tatsächlich die Menschen, die unsere Arthouse-Filme angucken, weil sonst wird es das einfach nicht mehr geben. Weil die Kinos, gerade die kleinen Kinos, natürlich die ersten sind, die dann dicht machen. Also es liegt im Moment nicht in unserer Hand, so, sondern so ein bisschen. Also no pressure, aber... Aber wie geht es Ihnen, Frau Riemann, in dieser ja schwierigen Zeit? Ach, ist jetzt nicht so wichtig. Geht jetzt um den Film. Okay. Wir sehen ja im Film, es liegt auch Alkohol, Drogen, Genie, vieles liegt ja dicht beieinander bei Fassbinder. Ist das so auch in der Kunstszene, in der Filmszene? Ich glaube, ich bin die Letzte hier. Hat der Film jetzt schon angefangen oder so? Nee, ich glaube, wo sind die anderen alle hin? So, weiß ich nicht, kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Keine Ahnung, ob das so ist. Ich glaube, Verallgemeinerungen sind immer so ein bisschen undifferenziert am Ende des Tages. Okay, vielen Dank.